Hallo liebe Leute, hier sind wir jetzt wieder bei der Beantown Brauerei. Wie schön rot die Wolken aussehen. So ein bisschen abendrotmäßig. Tja, wir sind jetzt nicht mehr weit von der Oberland Station entfernt. Ich war bei den Abernethys, hab da ein bisschen Schrott abgelegt, ein paar Geschütztürme gebaut und ihnen auch ein paar Rüstungen angezogen. Allerdings hatte ich keine richtige Unterkleidung mehr für die Conny. Die läuft jetzt in so ein bisschen in Raider-Gurt-Zeug rum, das sieht ein bisschen seltsam aus. Zeigt ein bisschen zu viel Haut für meinen Geschmack, also zumindest für sie. Warum hat... Eben ist das Team-Overlay aufgegangen. Ich hoffe, das seht ihr nicht. Wenn doch, verpixle ich es einfach. So ein Dreck. Ich habe nämlich eigentlich nicht auf Tab gedrückt, nur auf Shift zum Rennen. Tja, also auf jeden Fall, die Abernethy Farm ist jetzt ein bisschen geschützt. Und die Conny, die hatte auch nur einen blauen Baseballschläger. Die hat jetzt mal eine 10mm Pistole gekriegt. Und natürlich auch ein paar Patronen. Das sollte helfen. So, das da hinten ist dann schon die Overland Station. Also, das wird's noch nicht sein, ne? Aber direkt hier hinten, da guckt doch ein bisschen was von einem Dach hoch. Das könnte es sein. Tja, die Brauerei lassen wir hinter uns. Wir haben ja das ganze Bier mitgehen lassen. Hoffentlich war es das wert. Ich meine, natürlich, Bier ist das immer wert. Hier überhaupt ein gescheites Bier zu kriegen, das wird schwierig sein. Ich meine, es ist amerikanisches Bier. Vielleicht ist es nicht so toll, aber vielleicht ist es ja doch gut. Weiß man ja nie, ne? Okay. Na toll! Jetzt werde ich schon wieder von der Firewall zu bombardiert, weil hier gibt es noch einen anderen Rechner im Haus. Und der schickt tausende von Anfragen über alle möglichen Protokolle und ich weiß nicht warum. Ist keiner von meinen, ne? Also bei mir gibt's das nicht. Entschuldigung. Ich hab nur gerade sowas wie eine geistige Kernschmelze. So, ich musste gerade sicher gehen, dass auch alles noch aufnimmt. Okay, also weiter in der Geschichte. Diese Unterbrechungen, das ist ja schrecklich. Also das sind wirklich Siedler, okay. In gewisser Weise, ja, wo ist das Problem? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Nimm ihn lang. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ich bin doch allein hier. Ja, ich sorge dafür, würde ich eigentlich am ehesten sagen, aber ich sage jetzt erstmal, wie viele. Ich bin ja jetzt irgendwie so ein bisschen siegesgewiss. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Ah. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem... Warum stockst du? Das solltest du nicht tun. Ja, ich bin bei der Nachbearbeitung. Verkrochen haben. Okay. Hallo. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Wenn wir ja jetzt schon mit denen verbündet sind... Da gibt's nichts als Ärger. Ach nee, sind wir noch nicht. Dafür müssen wir erst die Raider loswerden. Weil dann hätte ich gesagt, geben wir denen doch einfach mal jetzt schon ein bisschen Ausrüstung. Aber ich habe ja auch nichts mehr dabei. Ich habe ja gerade alles abgelegt. Also auf dem Rückweg, wenn wir die Raider erledigt haben, werden die auch ein bisschen ausgerüstet. Damit sich ihre Überlebenschancen um irgendwie 2 Tage verlängern. Okay, der Eimer, der ist wichtig. Da hat jemand Nutzungsrechte dran. Ich meine, hier oben neben dem Bett, ich kann mir schon vorstellen, wofür der Eimer da ist. Naja, okay. Ja, mehr habt ihr hier nicht. Ihr lebt hier zu zweit? Das ist ja so klein wie, Gott, wie hieß es nochmal? Tenpenny Bluff? Nee, das Tenpenny war ja New Vegas. Ten Pines Bluff, genau. Ach, je. Ich meine, die züchten ja was, aber hier draußen zu zweit? Mit dem Hütchen? Überleben? Echt jetzt? Also, das finde ich etwas, naja, gaga. Vor allem noch mit den Supermutanten. So, Backstreet Apparel, also bei den Backstreet Boys um die Ecke, bei den Klamotten, okay. Die soll man erledigen. Ist das jetzt die richtige Richtung? Das ist die richtige Richtung. Gut, wie immer gehe ich querfeldein, wer weiß, was wir unterwegs noch finden. Vielleicht springt ja irgendwo wieder eine Powerrüstung raus. Ja, da müsste ich noch 1, 2 abholen, aber bisher war ich zu faul dafür. Da bin ich ehrlich. Oh, 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 ist da was eingeschlagen, aber wenn es noch brennt, dann... Ist das das, was wir da abstürzen gesehen haben, Preston? Sind wir da jetzt zufällig vorbeigekommen? Was zur Hölle ist das? Ich würde ja schätzen, das hat mit einem DLC zu tun. Aber ich weiß es nicht. Oh nein, eine Flugscheibe. Aliens, Mothership, Zeta. Okay, also hier ist ein Militärsignal. Ich dachte, das wäre eins, das wir schon gehört hätten, aber vielleicht auch nicht.
Ja, wer hat das UFO abgeschossen? Warum kommen keine Aliens da raus? Gut, ich höre mal gleich ins Signal rein. Radio, Militärfrequenz. Und? Können wir es hören? Sind wir noch zu weit weg, ne? Ah, noch kommt da nichts. Ja, Kacke. Kacke. Ja, und wir können damit wirklich nichts anfangen? Ich meine, jetzt sehen wir das ja, ne? Und können aber... Wir können doch nicht mal einen Schrank aufmachen oder sowas. Wem gehört diese Flugscheibe? Wetten, am Ende ist das von irgendeinem Restaurant die Funkantenne. Waren die Minutemen ein ernstzunehmender Machtfaktor? Ja. Und dazu werden wir sie wieder machen. Aber, naja, es wird noch ein bisschen dauern. General Becker 2.0 ist noch in Arbeit. Ja, genug Waffen hätten wir vielleicht schon, aber mit der Munition und restlichem Support hadert's noch ein bisschen. Okay, was haben wir... Da ist ein Bötchen. Da gehe ich auch gleich mal hin, aber erst nehmen wir die Hublume mit. Die Hublume? Die Salia hat das doch immer so ausgesprochen, oder? Täusche ich mich? Hublume? Ja, wenn wir jetzt schon den Schwimmen-Perk hätten, der uns die Strahlung da vom Leib hält, dann würde ich da glatt mal ein bisschen Skinny-Dipping machen. Nacktbaden muss ja nicht sein. Aber ich würde halt mal rüber gucken. Obwohl, so einen kleinen Schwimmer, den können wir mal riskieren, ne? Wir haben ja gesehen, wie viel das Red X jetzt wegnimmt. Ja, scheiß auf den Rettungsring. Oh, scheiße. Die Strahlung hier in dem Wasser ist aber höher, als ich das gewohnt bin. War vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, okay, hier muss ein Angler leben. Bierflaschen und tote Fische. Ist das die mutierte moderne Form eines Delfins? Und er wollte es auseinandernehmen, aber ja, vielleicht hat es ihm noch den Bibbes abgebissen und er ist verblutet, weil er ihn immer nur ans eine dachte. Ja, nee, also, wenn das jetzt nicht angegammelt wäre, ne, müssten wir das auf dem Rücken zurücktragen zur Siedlung. Und hier die Hummerfallen hat er auch gebastelt, bloß, gibt's hier gute Hummer, die man fangen kann? Da kommt doch eher nur so die Meierlurks und so ein mannhohes Ding, wie willst du das mit dem Nussknacker erledigen und so, ne? Da kommst du ja gar nicht durch, kannst nicht futtern. Okay, Funkgerät, Funk nix. Dachte ich mir ja irgendwie. Okay, wenigstens liegen keine toten Fische auf dem Dach. Okay, es gab hier Bier. Oh nein, ich wollte springen. Aber Gernot wollte heute nicht. Er ist ein bisschen bockig. Ja, also ich habe doch den Eindruck, es läuft ein klein bisschen besser, aber wir sind jetzt auch nicht in so einer, ja, von Rädern zerfickten Innenstadtregion. Da geht ja die Leistung meistens extrem runter. Ein paar Büchsen, okay. Hat dann hier der Mann vom Boot gelebt oder wie? Und das war seine Frau? Ja, sieht nicht mehr ganz frisch aus, die Beste. Wilde Mutterbeere. Ach, die wächst da draußen. Aber die konnten wir jetzt hier durch die Latte durchpflücken. Und Schlammboden. Guck mal, die hatten hier so einen Wäscheständer, ne? Also zum gut abhängen lassen nach dem Waschen. Tja, aber ob man mit gut abhängen lassen die Strahlung da rauskriegt, weil welches Wasser werden die wohl genommen haben zum Waschen, ne? Ich sag ja nix, nur ein kleiner Tipp, braun und dreckig und verstrahlt. Da hat der Herr der Supermutanten immer seinen Stuhlgang reingemacht. Und ich kann euch sagen, mit solch einer Flüssigkeit wollt ihr keinen Kontakt haben. Gar nicht, nie nicht. Da will ich doch kurz mal mit meinem Scharfschützengewehr vorspannen. Müssen wir da hin? Das sieht fast befestigt aus, aber bei unserem Glück hocken da wieder Mutanten vorne dran, ne? Ach, naja, mal sehen. Wenn wir kämpfen müssen, machen wir Pfannkuchen. Nicht, dass ihr euch übrigens wundert, ich kränkel ein bisschen. Vielleicht hört man es ja an meiner Stimme. Und das Gehirn funktioniert nicht so schnell. Aber ich denke, für diese Aufnahme reicht's gerade noch so. Kurz vorm Geburtstag wird das Osselpinchen krank. Das ist mal wieder so typisch, ne? Nein, ich sag nicht, wann ich Geburtstag hab. Ach, schlaue Menschen haben das bestimmt eh schon nachgeschnüffelt. Hier geht die Leistung ein bisschen runter, ja. Da drüben wird was los sein, ne? Und wir sind, glaube ich, auch schon fast am Ziel. Tja, Militärfrequenz haben wir hier eh nicht mehr. Ja, wir gucken direkt drauf. Also irgendwie das hier, ne? So dieses Gebiet hier wird jetzt unsere Zielregion sein. Und vor so ein paar Rädern, ja, es waren drei. Dann hocken da bestimmt mindestens dreimal so viel, wenn wir nach der berühmten Dreierregel gehen. Und trotzdem habe ich keine Angst, weil das wird leicht. Das gibt EP. Ich höre schon Geballere. Wer gegen wen? Das ist jetzt wieder die Frage.
Es ist so schade, dass das Spiel wie Arsch läuft. XCOM 2, da konnte ich wenigstens durch ein paar versteckte Einstellungen, die nicht in den Menüs waren, konnte ich es hochbringen auf 50 bis 120 FPS. 120 natürlich nur in den Ausnahmefällen. Auf der Kartenübersicht Hangman's Alley. Hallo. Ja, mit wem beballert ihr euch da oder greift jemand euch an? Da hätte ich auch nichts dagegen. Die Kette können wir wegmachen. Oh, da hängt eine Raider-Dame ab. Na gut abgehangen, sage ich, ist besser fürs Fleisch, ne? Oh, Granate. Das war mir zu viel. Jetzt kommt da auch noch was. Ne, das ist Preston. Dieser Arsch, ne? Also, ich meine nicht, dass er seinen Arsch jetzt hier reingestreckt hat, auch wenn man ihn kurz gesehen hat. Aber der verunsichert mich total. Ich glaube, ich hätte noch eine Köterkeule essen sollen. Egal. Preston, das ist nicht die beste Deckung. Er gehört mir, ja. Preston, warum schießt du nicht auf den? Hab den Gegner aus dem Blick verloren. Ja, weil er runtergefallen ist, so ein bisschen. Hier drüben. Ja, kommt ruhig alle her. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wer gegen wen gekämpft hat. Am Ende haben die wieder eine Karawane angegriffen. Ich muss auf meine Gesundheit achten. Schießen die besser oder was ist da los hier? So. Ich lehre euch Moris. Ich bin der Engel des Todes aus dem Ödland. Angel of Death. Ja, aber irgendwie schieße ich heute doch nicht ganz so gut. So, wir kriegen immer noch Gefahren gezeigt. Ja, da können wir auch gar nicht rein, ne? Da ist ja alles zugemacht. Aber wenigstens können wir diesen Bröckchen hier die Waffe und die Munition entnehmen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal außen rum. Aber seit wann hängen Raider ihre eigenen da auf? Sind vielleicht verfeindete Raiderbanden? Wer weiß. Oder wir stolpern in was ganz anderes rein. Ich meine, klar, auch Zivilisten können solche Klamotten anziehen, aber da ist beleuchtet. Und da ist ein Pfeil. Aber wer wohnt denn hier? Das werden doch nicht die Rede sein, obwohl die Richtung stimmt halbwegs. Ach, da geht's nach Diamond City. Ja, das muss man natürlich auch erstmal. Oh nee, Mutanten direkt neben Raiden. Okay, also die werden sich dann wohl bekämpft haben, ne? Ah! War's, er ist nicht tot. Aber jetzt. Ja. Das haben deine Kollegen auch schon immer genuschelt. Und was hat's ihnen gebracht? Ein Freitod. Aber ich speichere mal, weil Mutanten können ja bösartig sein. So. Du hast da drüben was. Ja, was hast du denn Tolles da drüben? Also ich habe hier einen Haufen Mutanten. Oh. Ich lese die Olympischen Ringe vor übrigens, ne? Wie der Kohl, Helmut Kohl damals bei der Olympischen Rede. Was ist das? Oh, ein Scharmützler. Der hat eine Laserwaffe. Ich glaub's ja nicht. Mutanten rüsten auf, ne? Ja, dann nehme ich doch mal nochmal meinen Sniper-Rifle. 900 irgendwas Schuss, das ist gut. Kann man sich ein bisschen gönnen. Aua. Scheiße, mit seinem Laser, der macht echt gut Schaden. Ich verliere heute einen Haufen Vorräte. Ja, was haben wir hier? Gebackene Blayfliege ist auch gut. Okay, so. Ratatatatan, hier kommt der Ödlandmann. Ratatatatan, der macht hier Kugeln an die Eier dran oder so. Ja, dann hängen sie weiter runter. Die Bowlingkugel für die Supermutanten. Der will nicht mehr. Der Supermutant hat Schiss. Diamond City Sicherheit. Oh. Warum ist er hier rausgegangen? Warum hat er sich mit Mutanten angelegt? Na, vielleicht hat er keine andere Chance. Vielleicht wollte Diamond City sich hier erweitern. Oder musste sich zurückziehen, nachdem die Mutanten sich hier gewagt haben. Ne, das ist doch ja so ein Fleischsack. Das heißt, die Mutanten sind doch schon eine kleine Weile hier. So. Ach, der hat so einen blöden Helm aufgehabt. So einen Radkappenhelm. Und was hat sie ihm gebracht? Ich habe drauf gezielt und zwar nichts. Was? Ein Mr. Katzi-Modell? Ach, wie schön. Das müssen wir bei uns daheim hinstellen. Ich hoffe, dass die spawnt nicht in unserer Wohnung. Nochmal Diamond City Sicherheit, ja. Wie gut sind denn ihre Rüstungen? Das muss ich jetzt gerade mal gucken. 5-5 für den Helm. 15-10 für den Harnisch. Aber ich glaube, die Kampfrüstung ist da trotzdem besser, ne? 15-15, ja. Aber das ist interessant. Das könnte für unsere Siedler eine sehr gute Option sein. Ist auf jeden Fall mehr wie die normalen Raider-Rüstungen und vielleicht stellenweise ein bisschen besser als so eine Metallrüstung. Da kommt es dann wahrscheinlich auf die Spezialisierung an. Aha, okay, noch ein Mutantenhund.
Das finde ich gut. Das Mutantenhundefleisch, das senkt ja die Strahlung, wenn wir es gebrutzelt haben. Okay, hier nehme ich mal die Schrotze. Weil in Close Quarters kämpft sich damit besser. Ach, aber als hätte ich da jemals vorher drauf geachtet, ne? Die Vase nehme ich mit. Mhm. Okay, was guckt da aus der Toilette raus? Ach, ein Pömpel, natürlich. Aber, die ist nicht mehr angeschlossen. Da bringt das Rumpömpeln, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, und warum ist der Fleischsack da unten? Ach so, den hatte ich schon. Osselpie, passt nicht auf. Den Schädel können wir mitnehmen, gut. Okay, du, was hast du noch dabei? Die durchdringende Planke. Wie soll eine Planke was durchdringen? Ja, okay, wenn man mit genug Kraft ausholt und dann so einem Raider direkt von oben drauf, ne, dann durchdringt sie vielleicht so ein bisschen das Gehirn, aber es ist nicht dasselbe. Aktenschrank ist leer. Wofür hat man ihn denn dann? Preston, ich hab fast schon wieder auf dich geschossen. Was schleichst du da unten rum? Ich bin hier oben unterwegs. Die Mutanten immer mit ihren Fleischsäcken und allem. Die müssen gut im Futter stehen, ne? Wenn da so viel Blut immer dran ist, dann fangen sie sich regelmäßig was. Und das finde ich nicht unbedingt gut, außer es sind Raider, weil wenn meine Feinde sich gegenseitig bekämpfen, dann finde ich das gut. Okay, also gehen wir hier mal noch weiter hoch. Vielleicht findet sich ja auf dem Dach noch was. Na, das ist aber ein romantisches Bett. Da wollte sich der Mutant drauflegen. Was hat hier Knarz gemacht? Ja, und schon war er tiefer gelegt. So. Ich muss öfter mal gucken, was ich da einsammle. Ich glaube, da war eine verbesserte Rüstung dabei. Aber versteift, verstärkt Kampfrüstung, rechter Arm. 10, 10. Und was haben wir als rechten Arm im Moment? Rechter Arm, rechter Arm, rechter Arm, rechter Arm. Ach, des Mutantentöters. Ja, nee, dann behalte ich den Mutantentöter mal, weil das extra Schaden gegen Mutanten bringt. Da unten, da... Ja, da waren wir drin. Das waren die leeren Aktenschränke. Okay, hier hätte ich was versteckt, wenn ich ein Level-Designer wäre, aber ich bin ja kein Level-Designer. Gut, dann machen wir mal wieder kehrt und gehen weiter zu den Raidern. Im Backstreet Apparel. Oh, da zahlt sich der Plop-Filter vielleicht mal wieder aus, vielleicht auch nicht. Ich habe etwas arg geploppt. Es war zwar Absicht, aber naja. Guck mal einfach mal, wie gut das Mikrofon bzw. das Gerätle das rausgefiltert hat. Eine hohle Gasse. Durch diese Gasse wird er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht. Wie kann man einen Ort so nennen? Eben aus dem Augenwinkel hatte ich den Eindruck, da kommt eine Spinne vorbei. Aber es war nur eine Motte, die vorbeigeflogen ist. Scheiß Motten. Ach, guck mal da. Schau mal an, wer sich hier so platzsparend in die Ecke geräumt hat. Danke für das Zeug, vor allem für die Schrotpatronen. Davon habe ich immer gerne mehr. Also ich weiß nicht von... Oh, 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 oh. Hast du zu den Raidern gehört? Alter, ich habe den ein paar Mal getroffen und es hat dem wieder so gut wie nichts ausgemacht. Ach, wieder eine ganze Horde hier unterwegs. So, unseren Crit haben wir damit wieder aufgeladen. Ja, dich habe ich auch noch gesehen. Ja, und der Alpha haut jetzt ab, oder was? Was soll denn dieser Kack? Mit dem war ich noch nicht fertig. Der gibt die meisten EP. Kommt doch bestimmt gleich wieder aus irgendeinem Hinterhalt gerannt, oder? Er könnte wirklich zum Raider gehört haben, aber drei Hunde hier? Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die den Raider gejagt, um ihn zu essen. Preston, pass auf, es ist bissig und hat eine Phimose. Na, der muss doch hier um die Ecke gegangen sein, genau. Schieß mal auf den Kopf. Treffer und Treffer, immerhin. Hätte ich irgendwie heute nicht zugetraut, dass wir nochmal so viel Glück haben. Weil die Trefferchance war ja nicht die größte. Preston, ne, du hältst das aus. Ja, zieh ihm eins über den Hundeschädel. Gib ihm aufs Dach, bis der Knochen kracht. Immerhin, da hat er noch ein Halsband an. Ziehen Raider ihren Hunden Halsbänder an, wer weiß. Die gehen ja eh nicht gern mit den Gassi, außer um Leute zu fressen. Also fressen zu lassen. Wir sind fast da. Ist das hier? Nee, das sieht eher aus wie eine Wohnung, wenn ich da so reingucke. Aber guck mal, da sitzt einer und er rafft nichts. Raider abschauen. So, zweifacher Schaden gegen den Arm geht auch. Ach, ist er schon tot? Ha. Ja, das ging ja schnell. Da habe ich jetzt zu viel geschossen. So. Ja, Schrotpatronen. Gerne. Der Gernot mag gerne Schrotpatronen gerne haben. Ja, da geht noch ein bisschen mehr mit G. Gernots geile Kampfflinte mag die generischen geplünderten Schrotpatronen äußerst gerne. Okay, sie sitzen mit dem haarigen Arsch wieder auf ihren kleinen zerebralen Gehirn. Da ist doch eine Falle, ja?
Na, ihr habt gleich nicht mehr gut lachen. Oh shit, daneben. Nennt er mich kleiner Wichser? Der Gernot ist gar nicht so klein. Wenn, dann ist ein großer Wichser, der euch in die Parade fährt. So. Ah, ein kleines Dreirad. Denken Sie, ich komme von da vorne, aber in Wirklichkeit schleiche ich mich von hinten an. Preston, was suchst du denn hier? Ich wollte die Raider erwischen. Bats, Bats, Bats. Und Bats. Oh, da kommen noch ein paar von der anderen Seite. Na, du hast doch eben von hinten noch was abgekriegt, oder? Ah, nee, doch nicht Preston. Okay, habe ich mich getäuscht. Kochstation. Ich glaube aber, wir haben nichts Neues zum Kochen. Ja, doch, die Hunde, ne? Und eine Rettkakerlake. Köterkeule, genau. Ah, da können wir 6 Stück machen, das ist gut. Und die Mutantenhunde-Keulen auch gleich. Ich liebe diese Mutantenhunde, nur weil sie diese Keulen verlieren. Na, so eine könnte ich auch mal wieder essen. Ich glaube, das könnte sich mit der Strahlung gerade so ein bisschen ausgehen. Mutantenhundekeulen, so, Isma. Ah, fast. Isma, so hieß doch die Böse bei Cusco. Königreich für ein Lama und so, ne? Dein nasser Rücken, er sieht so erotisch aus. Aber nicht, dass ich mit einem Raider was anfangen wollte. Noch nicht mal mit einer Raiderin. Ich kenne denen ihre Hygienestandards. Die sind so wie Chlorhühnchen. Ne, Chlorhühnchen, das wäre ja halbwegs sauber, weil das Chlor, das tötet ja alles ab, ne? Aber, ne, naja. Ja, und die haben hier nur zu zweit biwakiert, oder wie? Wie soll ich mir das vorstellen? Immerhin, sie haben irgendwo Sandsäcke. Vielleicht ist da gar kein Sand drin, ich will es gar nicht wissen. So, was ist in der Eismaschine? Eine Schaufel, natürlich! Schaufeln sind bekannt dafür, in Eismaschinen zu stecken. Okay, ach, guck mal da. Da hat sogar einen Helm auf, ne? Aber ich sniper ihn trotzdem, das wird gehen. Batz. Scheiße, das war Diamond City Sicherheit! Was? Woher soll ich das denn wissen? Da lade ich nochmal. Scheiße! Scheiße, echt nicht aufgepasst! Ja, da hat Ozzelpi Scheiße gebaut, aber wer soll denn auch damit rechnen? Man geht um eine Ecke und auf einmal ist da Diamond City Sicherheit, nachdem man sich hier mit lauter Raidern und Supermutanten gefetzt hat. Direkt in der Nähe, also in der direkten Nachbarschaft, ne? Well played, Bethesda, well played. Da habt ihr mich echt dran gekriegt. Ja, und ich muss jetzt nochmal laden. Und da werde ich natürlich feststellen, dass die letzte Speicherung doch ein kleines Stückchen zurückliegt, was ihr dann beim nächsten Mal sehen werdet. Viel Eminentes ist ja diesmal nicht passiert. Wir waren überwiegend auf dem Weg, haben halt Räder ausgeschaltet. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Die nächste wird wieder ein klein bisschen länger, keine Angst. Ich würde mich dann freuen, wenn ich euch wieder hier begrüßen dürfte bei Fallout 4. Alle denn, macht's gut, bis bald!